Willkommen zurück zu SFS Colony. Willkommen zu einem neuen Video. Heute beginnen wir mit einer kleinen Basis auf dem eingefangenen Asteroiden. Und klein ist relativ, wie ihr hier an dieser Nutzlastverkleidung seht. Da drinnen sind Fundamente, jeweils 4 Stück. Und die ganze Rakete werden wir 3-mal dorthin schicken. Das heißt, wir haben dann eine ganze Menge Fundamente mit einer ganzen Menge Andockluken, die wir dort quasi platzieren und darauf eine gigantische Basis errichten. Das wird die größte Basis, die ich bisher gemacht habe. Also da muss ich eine ganze Menge Module noch bauen. Ihr seht, wir haben hier eine Avalon 4B, die 130-Tonnen-Variante. Und ihr habt gesehen, die ist ein bisschen modifiziert. Da habe ich etwas extra Treibstoff dran geklatscht, damit wir quasi genügend haben, um zum eingefangenen Asteroiden zu fliegen und wieder zurückzukehren. Jedenfalls haben wir eben hier diese 4 Fundamente, aber wir haben auch eine kleine Sonde mit RCS-Düsen dran. Die wird dann eben sich von da oben abkoppeln und dann hier an den Seiten sich jeweils einhaken und dann die Fundamente quasi an die richtige Stelle bringen. Ich habe ja bereits erwähnt, 3 Stück, denn die vierte Seite ist ziemlich uneben und da habe ich auch noch was ganz anderes vor. Deshalb machen wir erstmal nur die 3 Seiten und dann in Zukunft kommt dann noch was für die vierte Seite. Jedenfalls genug geplappert, fliegen wir einfach mal los. Kurze Unterbrechung, ein winziger Anteil meiner Zuschauer sind auch Abonnenten. Das heißt, wenn du ein regelmäßiger Zuschauer bist, aber noch nicht abonniert hast, dann wäre es super nett, wenn du einfach mal auf Abonnieren klicken würdest. Das würde mir helfen, auch bei anderen Leuten aufzufallen, die meinen Content auch vielleicht mögen. Wäre super nett, vielen Dank und weiter geht's mit dem Video.
Und da hätten wir es, da ist irgendwie ein Stück Rakete, was gerade dabei ist, die Erde zu erkunden. Ich kann leider nicht dahin wechseln, also naja gut. Die zweite Stufe hier ist leider auseinandergebrochen, das heißt, da können wir einfach mal die Trümmer löschen. Bei der Anna hat es recht gut geklappt, ihr seht, da sind die beiden ersten, die beiden zweiten Stufen und hier haben wir die drei dritten Stufen und die sind recht nah aneinander, so wie es aussieht. Ja, auf der linken Seite kann man das schon sehen und da ist es auch auf der rechten Seite. Also die sind schon recht dicht aneinander. Jedenfalls, das interessiert uns ja im Grunde nicht. Wir wollen zum eingefangenen Asteroiden und schauen uns mal an, was wir dort jetzt haben. Und zwar eben diese drei Plattformen. Wenn es mal lädt. So. Da haben wir den Asteroid, wir haben hier diese drei Plattformen. Darauf können wir dann eben unsere Basis bauen. Eine ganze Menge Andockluken, da sollte mehr als genug Platz sein. Und eben drei Stück davon. Für die vierte Seite quasi habe ich etwas anderes vor. Die ist ja relativ uneben. Da kann man kaum was draufpacken. Auch hier war es schon ein recht großer Unterschied. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, weil das dreht sich, wenn man hin und her geht. Und wenn man näher ranzoomt, dann wird das eben umso schlimmer. Ja, passt auf, dass ihr dort nicht irgendwie schwindelig werdet, wenn ihr hier herumdüst. Ja, jedenfalls, das war's mit der Folge. Wir haben jetzt hier diese drei Plattformen. Wir bauen dann darauf eine hübsche, sehr große Basis auf. Hier ist natürlich noch ein bisschen Treibstoff drinne. Das können wir dann in Zukunft in irgendeiner Form verwenden. Die drei werden dann auch die ganzen Stationsmodule hier überall andocken, damit wir das quasi auffüllen können. Und damit wäre es das quasi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!